So, noch was trinken. Muss gar nicht so nah hingehen, gell? Guten Tag. Ich will nicht wissen, was der Elektroofen für einen Kram abzockt. So, ja, da wollte ich ja gerade mal Spit rein tun, damit es ein bisschen näht. Draußen ist sich wieder irgendein Hirsch am Zaun am Abbängen. Bangen. Ja, hast nicht gehört? Hat er so richtig einen abgedrückt oder so? So, der ist leer hier, okay, verdammt. Auto präparieren. Ach, geh mal falsch. Wieso geht es immer falsch raus, weil das alles anders steht? Was machst du denn da? Zack. So, meinen Sack tue ich da rein, dann kann ich einen anderen Sack nehmen. Ja, mal kurz schauen. Ja, Ausrüsten. dass man nicht hingehen kann und Hier ist den sogar Wagen, kein den man hier Bild. hat, irgendwie auf die Ladefläche stellen kann. Hier ist sogar ein Wärmetauscher drin in dem Rucksack hier. Wärmetauscher, empfindliche Teile, eine ganze Menge hier noch drin. Ja, ein paar Rucksäcke habe ich halt nicht ausgepackt, die großen, weil die halt voll waren. Ja, das sind gute Teile hier. Ich weiß gar nicht, wo ich die hin tun soll. Was schreist denn hier rum, Steuerfahndung? Hier sind ja auch noch Teile hier. Noch mehr Rucksäcke. Ach du Kacke. Wärmetauscher hier auch. Die zwei Pistolen können wir zum Eintauschen wieder nehmen dann. Kann ich in die Munitionskiste rein tun. Ist der Rucksack auch leer? Munitionskiste durch die Dinger rein. So, okay. Ach, unten habe ich ja auch noch. Hier, guck mal. Das kann ich gleich einfüllen. Scheiße, Kabel ist hier. Nee, Kabel ist da oben, glaube ich. Genau, Kabel kommt hier hin. Dietrich. Ja, weiß ich nicht. Ist halt. Ach, da kann man snacken sogar. Was hast du denn gemacht, Steuerfahndung? So schreist du herum, Werbung echt jetzt? Ja, Twitch schaltet ab und zu mal Werbung, man kann ja nichts machen. Okay, ist heute bin ich weg. Was ist denn passiert? Was ist denn los, mein Freund? Hier ist Stoff. Ist ja wild hier. Doch jetzt nicht mir die Schuld, wenn da Werbung kommt. Geben Sie mich nicht die Schuld. Oh, das ist ja auch voll. Okay, das ist wild. Nee, das ist zu viel Klamotten hier, dann kann ich nicht machen. Das ist zu viel hier. Dann hast du ausgerechnet die jetzt erwischt, die noch nicht leer gemacht worden sind. Ja.
Der große Rucksack? Ah, der Meistens ist leer. sind die Militärrucksäcke. Die mit dem Camo-Fleck leer, weil die halt dünner sind. Welchen habe ich jetzt noch nicht? Ausrüsten. Der ist auch leer. Okay, krass. Ja, das haben, dann passt es ja eh. So, mit einem brauche ich noch. Wieso passen oben sogar jetzt drei rein? Was haben immer drei? Hä, ich habe doch immer nur vier mitnehmen können. Oder sechs? Waren immer sechs oder vier? Ich hatte vier nur. Die Methanfleck, die Dinger. Mhm. Die sind ein Schritt dünner, deswegen passen da wenn mehr rein. Ach, das hast du vorher gemeint, aber die. Ach so, aber die Platzanzahl? Die müsste gleich sein in. Stimmt, hast du recht hier, die sind echt kleiner. Okay. Ach so. Hey, Voodoo. Der ist auch leer. Stimmt, das ist echt. Okay, das ist. Okay. Das ist ja wild. So, Dalle. Ich glaube, die anderen waren voll. Ja, der ist mit irgendwelchen Klamotten und irgendwelchen Stuff hier. Das bin halt auch nicht. Und dann der hier. Der ist noch leer. So, aber dann hab ich immer noch keinen. Achso, okay. Es sind noch irgendwo welche schon, oder? Was denn? Rucksäcke? Rucksäcke oder was? Ich denke schon, ich habe glaube ich noch eine Kiste gesehen vorhin. Weiter rein hier. Hallo. Hast du oben noch Kräuter oder so ein Kram mit Wasser? Die sind da drin. In der Werkung, wo du gerade warst. Oder nicht? Waren da nicht Pilze drin und Kräuter? Naja, Wasser meinte ich noch. Ob du noch irgendwo Wasser hast. Ja, Wasser ist hier beim Essen noch. Das ist noch. Essendosen. Wo ist Planet Robo hin? Achso, Tao ist ins Bett und wir haben geswitcht. Ist schon seit längerem, oder? Seit 1 Uhr oder so. 1 Uhr, 21, keine Ahnung. Jetzt ist er der nette Typ immer noch da. Dazu müssen wir ins Bett, du Sack. Sollt schlafen hier. Kinder müssen schlafen. Jetzt geht er kacken 4 Stunden, dann geht er nicht schlafen hier. Okay. Ja, er hat sich zumindest gegenüber deinem Charakter wenigstens ausgeschissen. Der hat geschissen, aber dann hat er nie wieder aufgehört. Nee, Tao, du kannst noch bleiben. 4 Minuten.
Wo ist denn die Spitzhacke? Hast du die genommen oder ist die despawned? Die hätte ich genommen gehabt, so lange. Warum? Achso, weil ich muss mir dann eine herstellen. Liegt doch hier. Ich hab halt die und dann noch eine, die fast ganz kaputt ist. Ich weiß nicht, ob ich damit viel machen kann hier. So, also. Ich nehme einfach fünf Stück auch mal mit. Einfach prophylaktisch. Den Stein kriegen wir ja so beim Minern. Dann kann man sich immer noch welche als Ersatz nachbauen. Wo fahren wir jetzt hin? Ich würde sagen, lass uns das Feld, wo der Flughafen ist. Ist doch so eine weiße Fläche gegen, auf der anderen Straßenseite. Da muss. Da ist eine Menge. Wo die Straße endet. Direkt wo der Flughafen ist. Gegenüber, auf der anderen Seite. Ja, genau. Da ist ja so ein Feld, was aussieht, als ob da nichts ist. Das ist irgendwie so eine Fläche, wo Steine oder so spawnen. Da hätte ich gesagt, fahren wir hin. Ja, dunkler machen. Der Gex ist nicht klein, der ist über 1,95 sogar, ja. Wichtig ist, dass der schon alt, noch kein Schlaf. Ja. Oder weniger. Ist immer noch so hell. Warte. Wenn es nach mir geht, würde ich schon pennen, aber ich tue mich immer schwer mit Schlafen hier. Ich tue mich schwer mit Schlafen. Schlafen ist zwar, ich mag das, aber ich schaffe das nicht. Das ist ein Skill, den ich nicht beherrsche. Aber nur den. Alle anderen beherrsche ich halt, ne? Ist ja klar. Du siehst ja hier direkt schon rechts sind schon teilweise Lehmknoten, Punkte und so. Um den Flughafen herum sind komplett viele Farm-Spots. Fertig, die, oder? Nee, wir sind schon vorbei. Ah, willst du nicht auf diesen weißen Spot? Willst du nicht hier hin, wo die Straße aufhört? Hinterm Flughafen ist auch so ein Feld, ja. Aber hier vorne waren schon, was weiß ich, wie viele. Ich kann nicht gesehen, hier ist links und rechts ist da nichts. Schon hier kann man sogar rein. Hier, das Feld habe ich gedacht, ne? Das sind ganz viele Hölzer auch da, oder was? Hier, das merke ich nicht. Was machen denn die Hölzer da? Kann man die auch kloppen mitnehmen, oder was? Und Heuballen. Ah, jetzt sehe ich es auch. Ja, okay. Ja. Wir nehmen mal Lehm mit, oder wie? Ist das unsere Aufgabe hier? Gut, dann machen wir das mal. Hast du geschlafen, Mudo? Was hast du getrieben? Ja, es dauert schon länger mit dieser Steinding, was zu machen. Dauert schon länger. Schlägst du das paar Mal, das ist vorbei hier. Schlägst du sehr oft. Ja, sei mal froh, dass du nicht mehr ins Discord kommst. Oder? Hast du Valheim gezockt, Bruder? Moin. Vielleicht zocke ich noch Valheim, das ist so ein Scheißspiel. Ja, kannst du live Fortnite spielen, gleiche Grafik, Comic und so. Das ist identisches Spiel. Richtig so. Bist du schlafen? Ja, du. Guten Morgen. Oh nein, ich bin überfüllt hier. Dann lass mal das Ding zurück. Vollgefressen?
Nee, ich hab Lehm hier, das ist im Stuhlgang. Hast du deswegen einfach so schwer getan. Ach, du hast Lehm? Und ich bin gelähmt. Wo ist Hertha Bremen? Was ist das? Ist das eine Stadt? Fußballverein? Was ist das? Nein, dein Kollege. Du meinst Hertha? Das ist doch hier? Ja. Hattest du Schicht? Musst du nicht mit jedem Idioten reden? Ja, das würde ich jetzt. Das siehst du? Also, ja, du bist ein guter Mensch. Mutti hat dich gut erzogen. Das würde ich jetzt nicht so unterschreiben, aber okay. Platz im Rucksack noch genug, aber Kacke wegen Gewicht. Soll ich machen? Warum redest du denn nicht mit mir? So, ich hätte nämlich mal meinen Schal, dich hier Ruhe. Ja, ich gehe schon. Echt cool, ich weiß, wie man jetzt schneller laufen kann. Mit Rollen? Oder was? Doppel-C klicken. Muss bloß ein fettes Schwein. Welchen Rucksack hast du denn jetzt? Welchen meinen. Rucksack hast du jetzt eigentlich genommen? Meinen. Ich habe den Großrucksack genommen, den leeren. Und meinen habe ich gefüllt. Den, wie heißt der denn? Großer Rucksack, wie heißt meiner? Mein richtiger Rucksack, den habe ich reingetan. Jo, ich kann nichts mehr abbauen, weil meine Axt ist gleich kaputt. Nach zwei oder drei Steinen ist ja krass. Ein Schmutz. Toll. Und jetzt stehe ich da. Komm, das muss damit auch gehen. Ja, mit der normalen Axt geht's auch noch. Und? Komm, ist kaputt. Ja, der Rest hat gereicht. Cool. So, ich kann nicht mehr abbauen hier. Ich hab nichts mehr. Hast du eine Steinaxt oder so? Nee, oder? Ja. Okay. Eine Bronzeaxt. Bronze? Jetzt muss ich auf. Meine nächste Session ist, ich muss Eisen suchen. Bin gestern 2 Stunden Boot gefahren. Stolz auf dich. Und dann spielen wir wieder. Rollen. Was hast du gestern gemacht? Ich bin auch Boot gefahren. Ist kein Boot gefahren? Ich bin auch Boot gefahren. Ja? Klar. Ja, soll ich dir das glauben? Ich will das alles. Achso. Tu das doch alles in einen Rucksack. Wollen wir mit dir leben? Wir wollen den ganzen Lehm haben, damit er sich mal so richtig ausscheißen kann. 4 so. Klumpen Lehm ist immer ein. Ein Element am Haus, so von Ziegeldachmäßig, ja. Wieso nimmst du das jetzt? Ich wollte es genau in den Rucksack hier rein.
Gax, du musst ja nochmal sagen, wie das Spiel hieß. Ich hab das schon wieder vergessen. Gib mir noch ein bisschen. No one survived. Nein. Sag mal, ich hab einen Rechner an, Alter. Ich sehe das. Ich bin nicht so ein Idiot, Alter. Muss nachfragen. Ja. Nein, ich meine das, was wir gestern geguckt haben, in deiner TXT-Datei, in so ein Souls-like-Spiel. Achso, muss ich nachschauen. Stopp, stopp, ich kann nicht mehr. Stopp, 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 stopp. Ja. Morgen kommt der neue Patch. Hast du das schon gelesen, Alter? Die regen sich. Endlich regen sich mal die Leute auf und Blizzard tut was dagegen gegen die scheiß Addons. Hast du gelesen? Nee. Keine News. Ja, die wollen das erschweren für Weekly Aura, ja. Dass du da nicht mehr so einfach diese Scheiße da von den Bossen da rauskriegst. Also, wann was passiert, wo du hinzugehen hast und so ein Scheiß. So eine Hilfe mir an der Hand. Kacke. Das wollen die erschweren, die schreiben irgendwie den Code um und ja. Kriegt mich der Weekly Aura nicht mehr hin dann. Ich find's gut. Ich find's geil. Schreibst du mir jetzt eine SMS oder was? Dir oder was? Ja, ich hab dir gar, eine Story, Alter. Ich hab doch gar nicht du... deine scheiß Nummer. Welches Soul? Ich hab mehr Souls-like. Es gibt Wolong Souls-like. Bleak Fate Souls-like. Ne, das mit, Tainted Grail. The Fallen of Avalon Souls-like. Es ist fast alles Souls-like, was immer rauskommt. Das, was ich gestern gelesen habe. Tainted Grail hast du gelesen, glaube ich. Du konntest es nicht aussprechen. Ja, Grail, genau, das Grail, das hatte ich gesucht. Also dann kommen jedes, ja, so viele Gags-like-Spiele raus. Die anderen halt kenne ich ja. Das war... Ja, kann so, das sein. Was ist jetzt hier? Ich möchte einen Kommentar von dir hören. Wegen? Ist was passiert? Alter, willst du mich jetzt verarschen? Ich hab dir gerade meine ganze Story erzählt, Alter, was mit der Wiki auch ist. Ach so, ja, ich weiß nur, dass sie das, dass sie sowas ja schon mal gemacht haben, dass die ganzen Auren generell wie in Schwäche sind, dass DBM und Bigwigs nicht mehr so viel anzeigen darf, dass man Chart-Track nicht mehr betreiben darf oder so ein Scheiß. Aber ja, das haben die doch gerade selber im Spiel drin. Oder meinst du diese Scheiß mit dem Weltboss killen oder so? Hier Weltboss abgehakt, ja, Elite killen abgehakt und so. Weiß ich nicht, das geht ja mehr mythisch. Das finden die wohl zu leicht hier mit der Scheiß Weekly Hour und die wollen da einiges. Was genau? Mit? Das ist, kommt erst mit Punkt 1 Patch. Also von daher dauert das. Okay, ich find's gut. Wenn sie es mal ein bisschen runterschrauben, diese ganze Hilfelei. Finde ich nicht gut. Ich finde es ganz entspannt, weil ich möchte diese ganze Scheiße drumherum nicht machen. Ich möchte nur Raid und Inis fertig. Naja, dann kannst du aber nicht mythisch gehen. Dann ist das nicht für dich oder höher wie, nix. Was weiß ich. Ne? Mach doch nichts. Ich habe mal 3 Stack Steine reingepackt, damit man sich mal reserveweise eine Picke bauen kann, wenn. Achso, ich glaube Holz fehlt noch, oder? Leute, die Karriere machen wollen, müssen sich anstrengen, ja? Dann kennst du auch die Scheiß. Leute, die Karriere machen, die lassen es für andere machen, machen einfach, was sie sagen. Die E-Sportler. Ja, gut, wenn sie eben halt Geld haben. Ich meine, das ist ja wie im echten Leben. Alter, wenn du Geld hast, Alter, dann lässt du dir die Scheiße machen. Also 4 Stück können wir maximal noch herstellen. Dafür habe ich die Stecker noch dabei gehabt jetzt. Ich weiß gar nicht, wie viele Rucksäcke haben wir jetzt eigentlich voll mit Lehm? Gax hat mich angeschrieben. Ich weiß nicht, ich habe einen ganz kompletten halben halt hier.
glaube, wenn wir zwei große Rucksäcke oder drei voll machen, wir brauchen halt auch noch ein bisschen normalen Stein am besten noch dabei, ne? Ja, den kann man ja noch sammeln. Wo ist denn das jetzt? Ach so, Steine des Manuskript. Ja, ja, okay, jetzt habe ich das hier. Okay. Ich glaube, ich muss hier auch kurz... Ja, genau, ich habe auch kein Gewicht mehr. Ich habe auch einen neuen Rucksack hier wegen Gewicht. Hat man Gewicht mit der Zeit dazu bekommen, als man... Nee, leider nicht. Stärker geworden ist? Ich habe ja den Debuff, dass ich weniger Gewicht habe. Ich habe ja nur 55 Kilo, was ich mitnehmen kann, anstatt 65. Boah. Das ist genauso kacke. Hat die Kacke geklappt? Ich hätte ja wenigstens erwartet, wenn man Kondition hoch macht, dass man irgendwie pro Kondition-Level irgendwie ein bisschen prozentual irgendwie Gewicht oder so bekommt nochmal oder so. Man kriegt dann HP mehr nicht, ne? Okay, es regnet. Oh nee, ist ein scheiß Ego-Spiel. Ich habe das Auto mal ein bisschen bewegt. Ganz frech. Aber für Glas brauchen wir auch Kalk. Noch mehr. Ja. Viel jetzt hier ist. Der Regen. Ich wollte gerade sagen, ich kann mit dem Auto, wenn ich immer fahre, kann ich ein bisschen mehr abbauen, aber die Pike muss ich vielleicht wieder neu bauen. Die kann man auch nicht in der Tasche reparieren oder was? Welcher Rucksack ist denn jetzt voll? Der normale Tornister oder was? Der ganz helle, der große. Mein ursprünglicher. Und der, den ich jetzt hab, der ist halt nicht ganz voll, aber da passt er noch ein bisschen rein. Nur vom Gewicht ist halt scheiße jetzt. Kann ich mir aus dem noch was rausnehmen oder was? Dass ich auffülle oder wie? Hast du da so eine Steine? Lässt du da Steine drin oder was von dem? Hey, ja. Zum Glück werden die Rucksäcke nicht nass. Haben wir Glück. Haben wir Glück, sag ich dir. Ich baue mir ein Manuskript. Ich bin so ein Manuskript. Manuskripter. Bist du noch satt von deinem Burger gestern, wo du hast viel geschlafen? Ich hab gerade eine fette Berliner gegessen. Oh. Das letzte Mal schon gehabt, Berliner. Ja, wir mal so. Ich esse einmal im Jahr esse ich Krapfen. Und es ist eigentlich nur zu Fasching oder so. Warum? Gibt sich halt so, keine Ahnung. Da gibt's halt immer Krapfen. Überall. Und manchmal auch for free und so. Das ist praktisch. Okay, das heißt ja, ich weiß nicht, ob es euch Karneval Fasching heißt, und das ich.
Aber du weißt es. Die wilde Zeit. Da. Geht da was am Eis? Oh, bitte Leute, wenn ihr was Vernünftiges sehen wollt, dann kommt rüber zum Mainski. Ach nee, Gats muss mich ja supporten. Ja, war. Und ich mach dich groß. So. Boah, wie groß ist denn das? Muss Vollbild machen hier. Oh. Hier habe ich. Jetzt hat. Oh, verdammt. Ich habe das ja so groß gestern gemacht, noch bevor ich gegangen bin. Sieht, also ich habe gestern im Nachhinein noch ein bisschen den Stream geschaut, den ich gestern aufgenommen habe. Und noch ein bisschen rumgeschaut. Und es sieht echt gut aus, auch von der Quali. So, wie ich das eingestellt habe. Auch beim Laufen, bei dem Spiel zumindest. Und dann die Shop sieht man auch ganz klar da unten. Also war nice. Habe ich gesehen, ich dachte, ich habe ja so viel rumgemacht. Von beidem. Dass ich ja generell Probleme hatte mit 1080p, das ist klar, ist mit dem ganzen Weibespiel. Und so wie ich es jetzt eingestellt habe, passt es eigentlich. Also, selbst wenn ich mit dem Charakter herumlaufe und viel gerendert werden muss, Pixel ist auf 1080 bin ich so krass. Zeit zum Schlafen? 12 Uhr? Wo ich rumgefahren bin. 2 Stunden mit dem Schiff. Und da ist irgendwas. Ich stand nicht mit dem Wasser. Jetzt halt. Gott, hast du da gezeichnet beim Fahren? Ich bin die Insel abgefahren. Ich wollte gucken, wo kann ich. Also, wie groß ist die Insel? Ist das nicht das ganze Viereck? Soll ich dir mal den Planeten zeigen? Nee. Nee. Da hast du den Planeten. So ist es viel besser, wenn die Rucksäcke am Boden liegen. Solange ich spawne, kann man einfach einlagern und wieder zurück. Manuskript. Boah. Du kannst doch nicht da alles begehen, oder? Doch. Wow. Ja, es ist wie im echten Leben. Vieles ist mit Wasser. Also es sind immer überall kleine, größere Inseln. Das ist ein bisschen fakey makey da, oder nicht? Es ist schon riesig. Also ich habe hier gestern für diese scheiß Umrundfahrtungs-Scheiße hier... Fast 2 Stunden. Über 2 Stunden sogar. Aber wiederholt sich, oder? Nee. Du brauchst ja bestimmte Ressourcen, die findest du ja nicht auf deiner. Am Rand ist dann so, sag ich mal, mehr oder weniger das Endgame. Also da ist dann. Also ich hab das ja damals ohne diesen neuen Patch gespielt. Ja. Jetzt, wo alles dunkel ist. Unter anderem. Da waren ja bloß 5 Bosse. Ja. Mittlerweile sind ja wieder ein paar dazu gekommen. So, jetzt gehen wir aufs offene Meer. So.
Ich habe ein paar Rucksäcke rausgeschmissen. Es ist egal, wenn wir einfach alle rausschmeißen. Auf so, so eine Reihe bilden mit denen und dann einfach da rein tun immer. Wenn sie nicht spawnen, können wir sie ja da lassen, ne? Wo sollen wir farmen? Dann können wir einfach alles voll machen. Viel besser ist da unten raus. So schön hin, wenn ihr so schön aufreihen sogar. Mal probieren. Da sieht man halt nicht so viel. Den schwarzen nehmen, das ist ja mein ursprünglicher. Ah doch, das geht sogar. Das geht echt so krass. Okay. Der ist ja ganz voll. Hier geht noch was rein. Das ist sau praktisch, so wenn die da liegen. Also wenn ich jetzt aus irgendwo hinhau. Boah, der ist noch ganz leer, der andere hier. Vielleicht schöner aufreihen und dann geht das halt. Praktisch schon. So. Dann noch einen Stein rein. Der ist noch immer noch... Spinnenbug. Ich habe jedes Mal geframed, ob es... Es sind noch zwei ganz leer, oder? Kann es sein? Die zwei Äußeren sind ganz leer. Meiner auch, in dem ich halt gerade drin, also nicht auf anhabe. Drei leere haben wir noch. Cool. Nehmen wir einfach alles mit, was hier ist, habe ich, ne? Ich habe auch Schwalpeter, Steine, alles mitgenommen. Was ich jetzt finde. Peter, lass da. Brauchen wir nicht, der will nur die Tiere retten oder wie war das? Ja, ich hab's gehackt. Ich weiß gar nicht, was da rauskommt. Oh mein Schade, das durstig dann. Prost. Ja, zum Glück ist die Nacht nicht schnell gekommen. Ist denn beim Auto selbst auch ein Stein? Die nächste Nacht wird kürzer. Kürzer? Wird kürzer. Das kann natürlich passieren. Wann kommen die Zombies? 70. Morgen. 24 Stunden. In-game. Sehe ich ja wenigstens mal. Nee. Wie nie? Ich glaube, so lange wird das heute aber nicht mehr. Ja, genau. Siehst du? Dauert so lange jeden Tag? Was hast du denn eingestellt, was jeden Tag lang dauert? Nichts, ich weiß nicht. Standard. Warum dauert ein Tag? 20 Minuten? Viertelstunde? Keine Ahnung, sowas um den Dreh. So, ich dachte Stunden. Jetzt fast gesagt, wir könnten eigentlich fast allen einräumen, die Klappe. Ja, ja, fahren wir los. Jetzt arbeitet ihr so einzeln rum wie gerade und dann. Ich hab kein Ding mehr. Das muss zum Herstellen. Die ist ja noch da. Ein Schlag noch? Ist gebrochen, ja. Das war's. Ist also nicht kaputt. Ja, wunderbar. Dann schmeißt ihr alle rein und fertig, oder? Und ich tue noch ein bisschen hier rein. Noch ist aus nichts mehr. Warte. Ich dachte, der ist komplett leer. Ist hier noch was drin? Ja. Der auf dem Boden liegt, entweder ist das der leere oder der volle, weiß nicht, musst du mal gucken. Der eine ist komplett leer. Aber ich tue noch drei Sachen rein, meine ist auch leer. Ah, tu mal wo alles rein.
Hattest du jetzt noch was reinkommt oder war? Irgendwie fehlt doch noch etwas. Ich würde sogar. Achso, den tauschen ist blöd, oder? Nur wenn ich meinen Rucksack habe. Also einfach tausch die Sachen. Aber ist egal, ich nicht. Also komm, ich tausche bestimmt. Nee, kein Bock, komm. Einfach rein und fertig, Farmer. So, dann heben wir, oder? Erstmal. Dann muss ich erstmal gucken, ich muss die Öfen machen. Ich mach dann erstmal Ziegel ein paar sortieren, beziehungsweise sortiere ein, damit man noch ein paar schon mal Glas oder so schmeißen kann. Aber Kalk, haben wir, hast du Kalk für das? Ein bisschen haben wir. Die Kalkmine wäre jetzt theoretisch gesehen noch nach rechts von der Map aus gesehen, über den Trader unten an der Bahnbrücke, da drüber in den Bergen müssen wir in die Höhlen rein, um Kalk zu kriegen. Steine haben wir ja noch dabei, ein Rucksack wäre noch leer und Steine haben wir doch noch in der Tasche. Meinst du? Wo müssen wir hin? Da, wo du es gestern gesagt hast? Bei diesem Hügel da? Wenn du den Händler rechts von uns geradeaus durchgehst, so in halber Linie gerade, den Händler an der Kreuzung Richtung Fluss, da wo es die Eisenbahnbrücke ist, war, ne? Boah, sag, kannst du mir Koordinaten geht nicht, ne, weil die auf der Karte nicht aktualisiert werden, weil wir bewegen. Hm. Nee. Genau, so ist einfacher. Fahr du hin. Warte, ich kann nicht einsteigen jetzt. Fahr du hin. Ich mache mir nur noch mal kurz die Map auf, da ich auch nicht jetzt geguckt hatte. Limestone war Kalk, genau. Kalk und Kupferweiß da. Weißt du, was das Problem ist? Die Zombies werden kommen. Wenn wir da sind, dann müssen wir uns halt beeilen. Wir dürfen nicht zu weit weg, damit wir auch wieder zurückkommen. Das 24 Stunden haben wir Zeit. Was ist das denn für ein Bug? Oder wir fahren zur Basis zurück und machen gleich mal gar nichts. Ich würde zur Basis einfach fahren. Basis, das jetzt hier ausräumen, verarbeiten, dann können wir immer noch schauen. Ich würde mir sogar einen Rucksack nur mit Echsen voll machen. Einfach einen komplett. Weil dieses wieder bauen oder, und Dings. Oder wir machen jetzt ein bisschen hin und her. Wir müssen ja auch gucken, wir müssen auch nochmal Kohle irgendwie ran schaffen. Dass wir die großen Schmelzen machen und dann einfach Eisen durchblasen und dann mal ein paar stärkere Spitzhacken machen, damit man schneller ist oder so. Ja. Gibt hier nicht irgendwie L, F, dass man Licht oder so mal anmachen kann? Aber das T. Oh ja, mit T. Aber. Achso, bei mir ist hell halt. Dein Freund das ist doch Schwein draußen auch schon. Gestorben. Grad, also es in den Ding rein ist. Also warte mal, so abstellen ist immer ungesund. Dann machen wir die überhaupt nicht. Wer weiß nachher, da sind noch eine Batterie. Ne? Was willst du denn da, Schwein? Ich hab noch einmal ein Messer, kann ich machen. Dann nehme ich dich mal auf hier. Das ist 6. Dass dieses 5 nicht weggeht. 6. Der große Rucksack im Auto ist meiner im Moment. Ich habe deinen so lange angezogen, weil der gerade mit Lehm voll war. Jojo. Also wenn du kaum noch laufen kannst, bist du, wenn du immer nur geduckt diese Schweinchenrolle machst, irgendwie schneller, ne? Gefühlt. Bestimmt, ja. Weil du machst ja immer so ein Ding nach vorne, so ein Husch. So habe ich eigentlich. Ich habe nur so wenig Pilze oder was? Scheiße, müde vom Boxen. Ist denn, ich glaube, so eine Eisenachse ist schon sehr, sehr teuer, gell?
hilft dir, glaube ich, keinen zu verhelfen. Ich hab's noch nicht gelernt. Ja, ich hab sie, ich muss schauen gleich. Das ist halt. Ich glaube, das ist einfach zu teuer. Was halt schade ist, dass wenn manchen mal zu krass übertrieben wird. Nehmt doch mal die Eisenpfeile, lohnt sich ja. Die sind ja auch schon ultra teuer. Finde ich, also. Dass du so viele Eisenbahnen brauchst für ein paar Pfeile. Aber irgendwann hat man ja wirklich viel. Was wir jetzt schon fast sogar haben, oder? Wir haben ja wirklich eine Menge. Achso, ich brauche gar nicht unbedingt Pilze. Oh Gott, die Insel geht unter. Wieso geht denn die Insel unter? Wie kann das sein? Oh, da kommt Flut oder was? Elbern Flut oder wie? Hä, du farmst auf der Insel, geht unter? Was zum Teufel, warum? Ist das normal oder wie? Ja. Wie ist so eine, schwer? Ja, und so ein Vieh und auf dem Vieh sind irgendwelche. Ach, das ist so eine Schildkröte, die schwimmt im Wasser, so ein Tier, auf dem du bist. Genau, genau. Oha, geil. Alter, was denkst du, wie ich mich damals erschrocken habe? Da dachte ich, cool, eine kleine Insel, hab das damals hier gefarmt, auf immer so, oh, und da geht das Scheißding unter. Das gibt's in einigen so Geschichten, sowas. Alter, da hab ich mich erschrocken, ey. Ich will immer einfach unsere Spikes töten, das Ding hier. Das Schwein. Und einfach unsere Spikes töten. Schau dir an. Hat einfach Bock. Okay, ist tot an einem Schuster. Leider habe ich keine Messer mehr. Steinmesser, stell ich mir her, Steinmesser. Reicht der Dicke. Na, köschst du das oder macht das nicht? Macht er nicht oder was? Hast du keine Animation? Ich brauche das auch alles, was ich hier. Scheiße hier. Ich hatte ja gar keinen Sprit hingetan. Ich habe auch nicht Feuer hingetan hier. Dass es hier weit auflädt. Och nö, das muss eigentlich die ganze Zeit brennen. So ein Kack. Hast du gesehen, dass alles voller Batterien sind da oben? Ja. Einmal war ich loot. Einmal war ich loot. Dass man das rausziehen muss, dass man nicht einfach draufklicken kann. Ich verstehe manche Logik-Sachen nicht. Da bin ich ja mal gespannt, Wude, was sie da rausnehmen aus dem Spiel, dass nicht mehr getrackt werden darf. Ja, das sind eigentlich ganz normale Sachen, die einfach WoW auch anzeigt. Und das wird ja ausgelesen aus der Bank. Da ja, man. Die haben ja gemeint, das geht darum, also so wie ich es gelesen habe, das ist von WoW nicht so gemacht. Du kriegst irgendein Icon und du sollst zu diesem Icon hinlaufen.
Also ja, dieses völlige nicht mehr nachdenken. Aber das ist doch schön. Dann macht man es halt zumindest, weil viele, ich würde vieles auch... Ja, die hat sich eben halt so aufgeregt, so ein bisschen, dass es eben halt zu einfach ist, deswegen... Ja, aber dann tun, benutzen die es halt nicht, die es nicht benutzen. Ja, das kannst du ja auch nicht sagen, also, ne, ich benutze das nicht. Und dann ja, dann... Ja, ich finde es aber einerseits gut. Ich habe da keine Lust dafür nachzudenken, ich will einfach machen und fertig und zum Ziel kommen. Ja, kommst du ja. Also es geht ja hauptsächlich so, glaube ich, so mythisch. So mythisch, ja, das ist ja... Ja, okay. Ja, aber das haben sie doch eh schon geändert. Gewisse Augen gehen gar nicht mehr. Du konntest so viel tracken früher, du kannst... Ja, okay, das finde ich schon gut. So viel, dass du nicht mehr tracken kannst. Das ist okay. Wo haben wir denn im Spiel? 4 Uhr, der gleiche Hände. Achso, ich dachte jetzt bei der Quest oder so, wenn du Quest machst. Dass sich wegen Quest beschwert haben. Ach, du meinst. Nee, es geht nur um Zeit. Ach so, ja, das ist ja auch. Die Sachen von früher, wo dann so aufgeleuchtet sind, so Flächen, da nicht mehr hingehen. Da kommt. Natürlich haben die das schon so, also ist mir ja aufgefallen, seitdem ich wieder angefangen habe. Das ist ja so einfach geworden, selbst und brauchst eigentlich auch keine Eltern mehr dafür. Das ist ja nicht mehr so schlimm wie früher mit dem Ding. Geh nicht dahin. Das ist, wenn. War es noch einfacher? Das haben sie ja rausgenommen, es war noch einfacher, ja. Ach du Scheiße. Alter, wenn ich noch mal in den Chor denke, Alter. So, 8 Tanks mitgenommen, Alter. Und jeder Tank hat erstmal den Raid Lead in Target gehabt. Du nimmst jetzt den hier in Molten Core, kennst du ja, ne? Ja, und jetzt machen sie es mit Level 58 und mit 2 Leuten gefühlt. Also es war einfach beschissen einfach. Die Leute waren da einfach nicht gewohnt. Heute machen sie es nicht einmal mit Max-Level. Machen die es. Nö, ich sag jedes Mal in der Gilde, so, wer kommt mit dem Molten Core? Geh, ne, Sau. Interessiert sich das ja. Will ich auch nicht mitgehen. Sollen sie das neu aufleben, so wie die Scheiß... Sollen sie hier so diese Zeit-Dungeon, dann sollen sie auch mal Zeit-Raids machen. Haben sie das ja, es gab Molten Core als Raid, Zeit-Raid. Warum geht's das nicht mehr? Das war im Jubiläum irgendwas. Ja, toll, scheiß Jubiläum interessiert mich nicht. Das war Katastrophe, ich bin 2 Stunden drin gewesen, der Raid konnte sich nicht abschließen, glaube ich. Wenn du das mit dem Molten Core durchgeschafft hast, hast du das Pad bekommen, oder das Pad von Ragnarok oder so, Ragnarok, ja. Ja, das war so nervig. Du hast immer irgendjemanden gehabt, der zu dumm zum Kacken war und du bist halt die ganze Zeit deswegen umgekippt. Dann ist wieder einer gegangen, weil er keinen Bock mehr hatte. Also es war nicht möglich, mir in 2 Stunden das Ding zu abzuschließen, hat es abgebrochen, da bin ich halt auch raus. Habe ich leider das nicht bekommen. Hatte 2 Wochen Zeit, ich habe mich am letzten Tag... Aber ich habe einfach keinen Bock auf diese Scheiße, ich hasse diese gezwungene Kacke, weißt du? Habe ich es halt gemacht. Ja, du bist ja nicht gezwungen. Naja, irgendwie schon. Irgendwie lässt schon. Sich dazu zwingen, weil genau. Halt nie rennt. Genau, weil das Ding, es gibt halt nur einzigartig, danach gibt es nie wieder. Aber zu der Zeit war mir das eigentlich egal. Ich hatte irgendwie gefühlt, irgendwie die Max-Anzahl an Charakteren, jede Charakterklasse einmal auf Max-Level. Dann hast du dich einfach angemeldet, geguckt, dass du durchkommst, dass du den Kram kriegst und gut war, hast das Pad fertig. Oder der 3-Tier und gut war, weißt du, dann hat dich der Rest nicht mehr interessiert, was die Idioten angestellt haben. Jetzt aber. Jetzt geht's aber los hier mit. Dann hast du höchstens nur noch eine Wette abgeschlossen, wie oft man verreckt, um durchzukommen oder so ein Kram. Steine? Achso, Steinlager gibt's da nicht mehr. Das hat hier. Du machst Sachen. Ich bin auch Langeweile 10-mal durch Molten Core durchgerannt mit 10 verschiedenen Charakteren. Einfach nur um die Sets rauszufarmen oder die Teile, die nicht gebunden waren für die Charaktere, wo man einfach nur die Optik haben will. Sowas ist mir aber schon wurscht gewesen. Ein Kollege hat es einmal gemacht.
auf einen Zettel einen Strich gemacht für jeden neuen Transmog, den er noch nicht gekannt hat, ne? Mhm. Und für jeden Strich hat er einmal mit der Eulen genagelt. Ach du Scheiße. Und jetzt hat er mittlerweile schon eine 1,5 Jahre alte Tochter, ne? Dann weißt du, wie erfolgreich er war, ne? Ja, hat sich ja gelohnt auf jeden Fall, oder? Ja. Das reicht manchmal sogar einmal dafür. Bärmarmelade. Mettmischung. Na, Mett. Nee, und ein T nur. Wie spricht man das aus mit einem T? Wäre dafür, wenn die Zombies durch sind, entweder dass wir Kalk holen oder dass wir ein paar Kanister mit Kohle machen. Ich weiß gar nicht, ob ich dann nicht. Muss ja jetzt nicht sein beim nächsten Mal, oder? Beim nächsten Mal, genau, dann weißt du schon später wieder. Weil wenn ich gucke, ich habe jetzt hier drin so weit zugekleistert gekriegt, das Dach. Dass wir definitiv die vier großen Essen laufen lassen können. Wo ist... Ach, ja. Da ist der. Ja, das ist gut. Hier ist auf jeden Fall jetzt trocken. Hier kommt auch kein Regen mehr ran. Also müsste auf jeden Fall sehr wahrscheinlich laufen. Ich habe wieder wilde Suppen gemacht, die leider nicht lang halten. Wären nicht 5 Aluminiumbarren? Okay, haben wir da welche for free? Für den Schrank? Ja, hier drüben in der Kiste, wo Barren draufsteht, sind noch drin. Fünf? Okay, krass. Nur die. Ich tue die mal in den Kühlschrank rein. Was lässt du da machen? Eis oder was? Nee, das ist Gift. Reinigungsscheiße. Fermentiere. Achso, ich muss nur schauen wegen der Axt. Wollte ich ja gerade mal gucken. Ich tue jetzt mal kurz die Dinger rein, schau ich mal wegen der Axt. Wegen der Spitzhacke. Du weißt schon, was ich meine. Weißt du, was er meint? Nee. So, was kostet die denn? Kosten die? Die kostet... Ach, das geht! Ein Holzstock und 3 Eisenbarren. Spitzhacke. Aber heißt die nicht Eisenspitzhacke? Eisenachs, also die Spitzhacke heißt nicht Eisen, die heißt halt nur Spitzhacke. Also 3 Eisenbarren und ein Holzstück. Ist die Eisenspitzhacke. Geht, oder? Wie kriegst du, wenn du nimmst, du brauchst einen Knoten, du brauchst dafür 15 Erze. Das heißt, sobald du ein oder zwei Knotenpunkte abgebaut hast, hast du den Kram so und so schon drin und die hält wesentlich länger. Ja, das auf jeden Fall. Nimm immer von denen den Rucksack mit und können hacken, was das Zeug hält. Hacken. Ich lauf gleich nochmal schnell zu unserem Freund und deal mal da ein bisschen, dass wir die Autodinger haben. Dass wir da nicht das nicht machen. Falls die Zeit noch da ist, mit den Zombies. Ja, es ist in der Früh. Händler. Okay. Du mit deiner Bärmarmelade. Hackfleischsoße.
der Matz da gibt zum Essen. Ich spiele gerade einen Forest. Nee, warum läuft er nicht allein? Das war das andere Game. Das Spiel ist schon fertig, Valheim. Hier. Mudo. Oder noch Early Access? Ist noch Early Access? Schon, gell? Ja, aber ich weiß nicht, wann was noch kommt. Also ich glaube noch eben. Da gibt's ja aber schon DLCs, oder? Nee, nee. Add-ons, nicht? Okay, dann habe ich mich getäuscht. Doch, das wäre das. Ich wundere mich ja immer, wenn es für Early Access DLCs so eine Scheiße gibt. Mod gibt es. Spielst du modfrei? Ja, da spielt das Spiel erstmal durch. Ja, ja. Naja, gut, ich habe zwei. Warte mal, habe ich. Nee, ich habe eh ein Add-on. E-Mod. Das, damit ich die Uhrzeit sehe, wie spät das ist. Und ach, das, ja, ist, hat das, das hat das Spiel nicht. Das ist ein Comic-Look, hat keine Uhrzeit drin, standardmäßig. Ja, ja. Und da brauchst du Angst. Da unten Texture-Mod habe ich, also dass da höher aufgelöst ist. Okay. Mehr habe ich nicht. Da gibt es ja Mods hier, da hast du dann auf jemand irgendwelche Magie-Scheiße und geil. Keine Ahnung was. Und ich denke, Alter, naja gut, Mods machen das Spiel, können doch das Spiel kaputt machen. Die machen sich kaputt, die erweitern das Spiel. Ja, naja, das macht den ganzen Spielspaß dann weg. Ja, für dich, aber nicht für die anderen. Die anderen machen es halt, ja, spielen es deswegen weiter. Zauberst du dir den Spielspaß dann selber weg oder das Spiel? Ja, da mache ich mir das Spiel so, wie mir es gefällt, ne? Ja, doch schön, lass sie doch. Dann brauche ich das Spiel nicht spielen. Dann brauche ich das Spiel nicht kaufen. Jetzt sei mal nicht so. Die kaufen die Spiele machen immer so. Und das können die es ja gar nicht. Ja. Jetzt Fermatiria. Fertig. Hey, ja, Bunger. Hey, ja, Bunger. So, ich habe wieder zwei schöne Reparatursets uns geschnorrt gegen eine Desert Eagle. Wird Zeit, dass wir dieselbe herstellen können, oder? Ich weiß gar nicht, ob wir die Waffen herstellen können. Nee, ich meine die Autoreparatur-Dinge. Waffen sind egal. Waffen können looten wir. Und Munition. Irgendwann stellen wir alles her. Schön langsam reiten. Damit wir noch viel vom Spiel haben. Hier, ich dachte, ich kann schon crashen, dann aber. Schade. Zelt. Ist eigentlich die Zeit stehen geblieben zu gestern? Ich weiß gar nicht. Als wir ausgelockt sind.
Hast du da was gesehen, Herr Rattas? Ich glaube schon, dass er stehen geblieben war. Wie viele Zombie-Apokalypsen hast du heute überstanden? Nur eine? Eine hatte ich nur gehabt, glaube ich. Also wenn wirklich das Eisen da alles respawnt da unten so schnell, wir haben ja Eisen gefunden, ja, Eisen und der Salpeter, dann können wir wirklich alles aus Eisen machen, auch die Pfeile, auch die Teile, also die Spitzhacken. Das Einzige, was halt nur störend das ist, gut, wenn sobald hier die Öfen laufen, die großen, ist halt so und so dann egal. Genau, dann deswegen. Dann packst du die einfach nur an und lässt laufen und das meine ich. Egal, pennen, gehen, ab, rumrennen und dann einfach nur immer auf 999 alles rein in die 5 Slots und einfach latschen lassen und halt einmal auf 3000 auffüllen oder so, dass die Zeit läuft. Genau. Einfach alle Öfen zum Einschmelzen und dann nachher zum Barren machen. Einfach alle vier für das, was du brauchst. Im Augenblick. Aber wenn du nimmst, ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also ich brauche noch knapp 80 Ziegel, dann ist das Haus dicht. Und hier ist ja noch genug Platz drin, um was einzulagern, beziehungsweise noch andere Industriesachen. Ich würde auch sagen, wenn wir die Elektroschmelzen haben, dass man dann hier einen eigenen Kreislauf für die Elektroschmelzen oder so reinhaut, nur oder so, keine Ahnung. Achso, meinst du Energie, also Teil 2 oder so, okay. Nummer 2. Ja, ich gehe davon mal aus, wenn du Stahl oder so herstellen willst, musst du wahrscheinlich die anderen benutzen. Stimmt, ja, aber ich würde die trotzdem da lassen für die alten Sachen, wegen ganzen Strom. Also ich würde die nie wegtun. Weil so viel Strom wirst du, glaube ich, nicht haben, oder? Oder werden wir irgendwann en masse Strom haben? Braucht das Auto einmal Ding überhaupt? Wie viel? Was ist denn das? Das ist Haltbarkeit 68. Na, lass mal so, das passt schon. Also das, was jetzt hier noch in den Öfen in etwa an Herstellung einprogrammiert ist, theoretisch gesehen, das sind 4 komplette Stacks mit 9 und ein angebrochen. Das könnte theoretisch fast schon, wenn die durch sind, fast schon ausreichend sein. Hast du irgendwo noch ein Steinlager oder gab es sowas nicht? Weil hier ist keines mehr. Ich habe hier hinten die Steinlager reingestellt gehabt. Ach so. Weil ich habe so viele Steine gesammelt, dass ich die irgendwie loswerden wollte oder mir die Pfeile herstelle. Weil, keine Ahnung. Also ich habe jetzt nicht so viel Holz. Steinpfeile. Sogar Stahlpfeile drin, krass, okay. Halt jetzt irgendwie wieder Vitamine essen für Wild Veggie und ein bisschen schlafen mit dem Char hauptsächlich. Ich habe ganz viel hier. Also ich habe Kohlenhydrate, Protein, habe ich ganz viel hier, wenn du willst. So
Suppen müssen noch sein, aber die sind, oder sind gerade abgelaufen. Warte, ich tue die mal hier rein. Ich behalte mal zwei. Achso, ich wollte hier oben dieses Dings da machen. Genau, ich war gar nicht wirklich die herstellen, sondern ich wollte eigentlich das Feuer da anmachen. Ja, zwei Stück reichen, glaube ich, wenn ich die erstmal esse, dann habe ich erstmal wieder genügend. Voll. Oh, ich würde, glaube ich, würde dann aber auch jetzt sehr wahrscheinlich. Ich würde vor dem, ich lock vor dem Ding auf jeden Fall aus. Also, zumindest. Ich gehe hier auf die Matratzen in die Richtung und. Deswegen wollte ich ja die Steindinger halt finden. Ich, damit ich die ablegen kann. Die sind denn Steine? Ja, da sind zwei und auf der anderen Seite sind nochmal zwei. Die Autoreparaturdinger? Ich kann auch nicht hin tun soll. Und den Rest habe ich teilweise in den Öfen teilweise reingestapelt schon mal. Da man eigentlich nur noch Kraftstoff reinhauen muss zum Teil. In den großen. Beziehungsweise dann den Kalk. Und da könnte man schon teilweise Glas laufen lassen bei einigen. Ich hoffe, die verschwinden. Ich tue die mal da rein einfach. So, Platz. Okay. Mit einem Batterien war aber wild. Hab ich ja Glück gehabt da. Ja. Cool. Dann haben wir ja das auch noch ein bisschen gemacht. Doch schön. Hab mich gefreut, Herr, dass wir noch zusammengefunden haben hier nachts. Und für, ja, so, was war's denn so? Zwei, drei Stündchen war schon. Cool. Hat Spaß gemacht. Ist immer geil, mit dem Einloggen rumlaufen, looten, ein bisschen was machen, ein bisschen abhacken. Ich glaube, ich konnte dir ein bisschen helfen. Nicht nur Chaos veranstalten. Och. Ja. Ja, dann würde ich mal mich langsam verabschieden hier vom Discord. Danke fürs Mitspielen. Voodoo, danke dir auch fürs Zeigen eines genialen Comic Games hier. Alter, wo sind meine Karotten hin? Also dann. Nacht die Nacht, bis später, Jungs, Mädels, ne? Ja. Tschüss. Winke, winke. Leute, ich gehe aus Discord raus und das Ding tut neu starten. Immer ein Vergnügen mit dem Programm. Was ist denn hier? Ach so, das ist ja der Dino. Ich dachte schon, was ist denn hier los? So. Okay. Dann haben wir noch ein bisschen Ding gespielt hier. No One Survived. War cool. Hysteria war auch gigantisch. Soll ich sagen? Damit ist der heutige Stream vorbei. Danke für die super Chat-Teilnahme, für das ganze Dasein und für das ganze Mitfühlen, Mitmachen und wir sehen uns später. Wir sehen uns später, mein Friends. Jetzt glaubt, ich. Ist jemand da? Der Ding ist hier. Hau ab, ja, ich bin Winkler weg. Na, no, ist keiner da. Servus, fährt euch und macht's gut. Gags für jetzt. Bis später. Over and out. Hier. Servus. So. Hunger habe ich, ey. Hunger habe ich, aber so ein bisschen Bauch habe ich auch. Erstmal gescheit nein scheißen. Also, natürlich wie immer. Also.